Michael Klamt ist bei uns. Er lebt gut, auch ohne Arbeit, nennt sich selbst den faulsten Deutsch. Wir haben einen Mann hier am Tisch sitzen, der schon lange nicht mehr arbeitet, für den das nicht der Lebensinhalt ist. Michael Klamt ist bei uns, der sich selbst den faulsten Deutschen nennt. So darf ich das sagen, weil Sie selber eben von sich sagen. Seit wann arbeiten Sie nicht mehr? Ja, ich arbeite natürlich, also jetzt überhaupt nicht mehr arbeiten tue ich jetzt seit 2020, aber bei mir hat das schon recht früh angefangen und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen den Herren hier am Tisch, ja, die alle eine Karriere gemacht haben. Ich wollte das nicht, ja. Also wenn Sie sich vorstellen, mit 16 Jahren, alle möchten ein tolles Abitur machen, was Tolles lernen, was Tolles werden. Ich wollte das nicht, ganz einfach deshalb, weil es mir meine Lebenszeit wegnimmt, ja. Ich hatte keine Motivation für eine Karriere, meine Lebenszeit zu opfern. Und jetzt, ich habe ja schon ein gewisses Alter, bin ich sehr froh, dass ich es so gemacht habe. Denn ich kann zurückschauen und kann sagen, es war ein tolles Leben, es war ein entspanntes Leben, ein schönes Leben. Und ich mache es nicht erst, wenn es später ist. Sie haben noch 10 Jahre, wenn wir in Arbeitsbiografien denken, ja, was Sie nicht tun. Dann hätten Sie noch 10 Jahre Arbeit sozusagen vor sich, sind 57, das darf ich einmal sagen. Was machen Sie den ganzen Tag? Ja, das ist eine gute Frage. Momentan bin ich ja gerade beim Arbeitsamt und da kommen wir auch gerade kurz zum Bürgergeld, wenn ich das kurz sagen darf. Wir reden ja über das Bürgergeld, aber wir müssen vielleicht mal an diese Bürger denken, denen das zuteil wird. Ja? Ich glaub, wir Lassen Sie es einmal noch mal ganz kurz bei Ihnen bleiben und dann diskutieren wir auch mit Ihnen. Wir wollen Sie einmal kennenlernen. Also wovon leben Sie aktuell? Leben Sie vom Sozialstaat? Nein, ich lebe nicht von Sozialstaat. Ich habe früher im Tourismus gearbeitet. Also ich war 5 Jahre auf Kreuzfahrt, habe 6 Weltreisen gemacht. Das waren angenehme Jobs sozusagen. Waren sehr angenehme Jobs. Da habe ich auch für gesorgt, dass das angenehm ist, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und ich war auch Rundreiseleiter in der Karibik. Ich war Fähre in der Karibik. Und da habe ich ganz gut verdient und habe mir 2 Wohnungen gekauft. Und von diesen 2 Wohnungen, von diesen Einnahmen lebe ich jetzt. Also schon seit Alleine längerem. Von den Mieteinnahmen zahlen Sie Steuern? Nein, ich zahle keine Steuern, weil es nicht, weil es verboten ist, aber, sondern weil ich genau unter diesem Satz bin, was man zahlen müsste. Herr Stein, was geht Ihnen bei einer solchen Biografie durch den Kopf? Jemand, der sagt, für mich ist Arbeit Lebenszeit, Verschwendung. Ich komme wunderbar so durch. Ich habe 2 Mietwohnungen, das passt. Naja, wenn man 2 Mietwohnungen hat und sich alles leisten kann, ist es ja nicht ganz so schlimm. Aber ich glaube, dass der Vorbildcharakter, der hier entsteht, ist meiner Ansicht nach nicht zuträglich. Gerade für junge Leute, die ja eigentlich einen Anreiz haben. Er sagt das ja auch immer. Wir müssen wieder Anreize schaffen. Wir müssen, das muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen, dass du Spaß hast an der Arbeit. Ich meine, keine Arbeit macht immer Spaß. Auch die des Politiker möglicherweise macht nicht immer Spaß. Aber es ist so. Meistens. Meistens, ja, ist klar. Aber es ist doch so, dass wir wieder mal uns selber aus dem Kragen herausziehen müssen, aus dem Schlamassel, in dem wir hängen. Und das können wir nicht nur über hohe Gehälter. Ich glaube auch der Fußballer, weil wir ja bald wieder über Fußball sprechen, der läuft mit 10 Millionen Gehalt nicht schneller als mit 1 Million Gehalt. Macht Ihnen das ein bisschen schlechtes Gewissen? Weil die Wahrheit ist ja auch, wenn wir das alle so machen würden wie Sie, dann wäre der Wirtschaftsstandort Deutschland natürlich überschaubar. Glaube ich nicht. Nein. Da bin ich leider anderer Meinung. Und ich glaube auch, die Tendenzen in der Gesellschaft zeigen, dass es auch so sein wird. Und diese Tendenzen werden viel gravierender sein als das Bürgergeld. Ja, es gibt eine 4-Tage-Woche. Das war so diese sein Jugendlichen wird, dass wir alle weniger arbeiten. Ja, die Leute wollen weniger arbeiten. Die haben keine Lust mehr, Herr Stein, eine Karriere zu machen und alles für die Karriere zu opfern. Wer backt die Brötchen für Sie? Wer backt das Brot für Sie? Wer macht die Wurst für Sie? Wer kommt ins Haus, um die Handwerkerarbeiten zu machen und. Natürlich werden diese Arbeiten auch gemacht. Aber wenn zum Beispiel Arbeiten sind, die nicht so toll sind, die dürften dann vielleicht mehr bezahlt werden. Ja? Aber es gibt natürlich, man kann das nicht globalisieren, aber man kann es nicht so für alle beschreiben. Es gibt ja Leute, die arbeiten gerne in ihrem Beruf. Das sollen sie auch machen. Aber viele, und die Tendenz ist wirklich so, dass viele Leute nicht mehr arbeiten wollen. Ja? Wir reden hier alle, dass wir unbedingt viel arbeiten müssen, aber das stimmt doch gar nicht. Schauen Sie mal, also bei vielen ist das der Fall. Was müsste bei Ihnen jetzt passieren, damit Sie sozusagen auf der Zielgeraden Ihrer Arbeitsbiografie nochmal sagen, Mensch, ich gehe doch wieder arbeiten. Ich komme sofort dazu, aber ich muss mal eins sagen. Also wir reden hier über Bürgergeld. Ja? Und wir reden über Bürger, die das nötig haben vielleicht. Ja? Und ich stehe zum Beispiel vorm Arbeitsamt und ich sehe die Leute. Ich sehe die vielen Ukrainer, ja, die teilweise sogar behindert da ankommen, weil sie zerschossen worden sind. Und ich sehe auch noch andere Fälle, kann ich jetzt mal sagen, denen geht es wirklich nicht so gut. Ja? Und darum geht es, diesen Bürgern
ein vernünftiges Leben zu besorgen. Aber, ja, und da sind wir jetzt gerade da, bei jetzt, wo wir sie mit Herrn Merz gesprochen haben oder so. Aber viele Leute haben überhaupt keine Empathie und Verständnis dafür. Aber dann gehen Sie doch arbeiten und zahlen Steuern und helfen Sie, diesen Sozialstaat zu finanzieren, so, Herr Klamt. Dann kommen wir jetzt dazu, das kann ich Ihnen gleich sagen, zu der Frage, die Sie gerade gesagt haben, die letzten 10 Jahre werde ich mit Sicherheit nicht noch arbeiten. Ganz werde ich bestimmt nicht noch anfangen. Nicht mehr. Nee, ganz bestimmt nicht. Das kann ich Ihnen ganz genau so hier sagen. Und was man jetzt hier so gehört hat in der ganzen Zeit, ich wurde ja nicht so oft gefragt, aber eins ist klar, ohne Arbeit ist ein Mensch zweiter Klasse. Ja, also alle vier sind vollkommen der Meinung, man muss arbeiten, umso stärker man arbeitet, umso mehr man arbeitet, umso tollerer Mensch dabei ist. Nee, das hat keiner gesagt, wir versuchen halt rauszufinden, wie wir unseren Sozialstaat finanzieren. Ich möchte nur mal sagen, in der Antike zum Beispiel, ja, da war es genau umgekehrt. Ja, da war das Prestige so, dass Leute, die nicht gearbeitet haben, das waren die intelligenten Menschen. Wir könnten dann allerdings den Sozialstaat nicht finanzieren. Das ist der Punkt. Das heißt, die Menschen, die Sie morgens vor der Arbeitsagentur sehen, die könnten wir nicht finanzieren. Wir machen hier immer nur...